Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schaut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine weitere Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Heute geht es wieder um etwas, was ich mir mit Gold gekauft habe. Und zwar sind wir ja mit den ganzen Achievement-Geschichten durch, aber mir hat noch eine Heldentat gefehlt. Und diese Heldentat schimpft sich phänomenale kosmische Macht. Und für diese muss man alle Essenzen auf Rang 4, also im Legendary-Rang, besorgen. Und zwar von einem Speck. Mir hatte jetzt am Ende noch eine gefehlt gehabt. Und zwar war das die von Ashara, die Essenz. Ich hatte zwar Ashara selbst, die Leute, die im Stream dabei sind, wissen das vielleicht oder auch das Kill-Video gesehen haben, selbst geprogressed. Also ich habe die auch gekillt mit meiner Gilde, bevor der nächste Content rauskam. Und hat aber leider die Essenz nicht gekriegt und danach hatte ich die nicht mehr weiter gekillt gehabt. Dementsprechend hat mir die noch gefehlt, ja. Und jetzt hatte ich halt keine Lust gehabt, wegen einer Essenz nochmal eine Gruppe für zu basteln und da rein zu tigern. Weil man muss halt Ashara tatsächlich noch clean spielen. Ich hätte mir wahrscheinlich jetzt auch Leute suchen können und es farmen können. Aber es gibt halt nur zwei Essenzen und naja, ihr wisst ja, wie das mit dem Glück ist. Ich dachte mir, komm, auf das habe ich keinen Bock. Ich zahle einfach einer Gruppe hier ein bisschen Gold. Es waren jetzt in dem Fall 2 Millionen. Ich lock mir die Essenzen. Es sind zwei Essenzen gedroppt. Habe mir quasi beide locken lassen. Und dementsprechend, wie ihr jetzt hier seht, alle Essenzen, die man im Tank-Spec kriegen kann. Und ich habe auch alle im DD-Spec. Jetzt würde mir nur noch eine fehlen, und zwar, das ist auch eine Ashara-Essenz vom Heal-Spec, aber es droppen halt immer nur zwei. Und jetzt nochmal Gold auszugeben oder eine Gruppe zu basteln, um Ashara nochmal zu killen für die Heiler-Essenz, die jetzt nichts bringt, habe ich jetzt eigentlich nicht vor, weil das Achievement gibt es, wenn man halt quasi in einem Spec alle hat. Genau. Mit dem Achievement gibt es auch einen Titel, er heißt Azeroth Champion, beziehungsweise Champion von Azeroth. Ganz lustig, dass es im Achievement anders drin steht, als hier quasi im Titel dann an sich. Ja, ist ein ganz netter Titel. Klingt jetzt natürlich nicht so toll, aber man muss wirklich sehr, sehr viel machen. Also sprich jeglichen Content, den es irgendwo gibt. Und ich habe für einige von den Dingern sehr, sehr lang gefarmt. Also heißt vor allem diese Geschichten mit ja, Ruf, wo wir die Paragon-Kisten aufmachen muss, da ist doch schon einiges an Zeit für draufgegangen und für die anderen Sachen natürlich auch. Was man nicht braucht, sind die Essenzen aus Patch 8.3, also heißt, die von Enzot, die braucht man nicht. Und was braucht man auch nicht? Ich glaube, ja, halt die, die es von den neuen Fraktionen gibt, also die 8.3-Fraktionen aus Uldum und dem Tal, die bräuchte man nicht. Die habe ich natürlich trotzdem mir auch geholt, einfach, dass es komplett ist. Ja, jetzt sind wir einmal komplett durch. Freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt auch die Essenzen habe. Und wie ihr schon wisst, kümmere ich mich jetzt in nächster Zeit eher so ein bisschen mehr um Transmog. Die Leute, die meine Transmog-Updates oder allgemeine All Things-Updates verfolgen, wissen, dass ich da schon einiges an Stuff mittlerweile wieder gesammelt habe. Und da werden wir jetzt demnächst ein bisschen weiter anknüpfen, denn da gibt es leider auch ein paar Sachen, die relativ teuer sind. Wenn wir jetzt hier einfach mal so ins Sahara reingucken, zwecks Transmog, der mir jetzt noch fehlen würde. Ihr seht, da ist einiges dabei, was relativ teuer ist. Es ist nicht mehr so viel, ne? Das ist wirklich alles, was ich jetzt zum Beispiel hier auf Antonidas kaufen könnte, was mich noch in Transmog weiterbringt. Es ist nicht mehr viel, aber da wird es dann halt sehr, sehr teuer. Und ich denke mal, im ein oder anderen Waste of Money Video werden wir bestimmt auch nochmal um das ein oder andere teure Transmog-Item uns beschäftigen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Kommentare in die Kommentare. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Teller, bis dann. Ciao.